bin in Gstaad im Berner Oberland aufgewachsen, leidenschaftlicher Skifahrer. Als Kind kann ich mich nur an Schnee erinnern. Heute ist da nicht mehr viel übrig, außer ein paar weißen Bändern. War es ziemlich trostlos die letzten paar Jahre. Der Klimawandel bewegt die Schweiz. Am meisten im April 2022. Zumindest deuten die Google-Trends-Daten der Schweiz darauf hin. Was könnte der Grund dafür sein? Anlässlich des 20-jährigen Geburtstages von Google Schweiz wollten wir wissen, was bewegt die Schweiz? Das ist die Geschichte hinter den Suchtrends der Schweiz. Das ist Professor Dr. Reto Knutti, ein Schweizer Klimaforscher und Professor für Klimaphysik an der ETH Zürich. Wir sehen einen gigantischen Peak beim Suchbegriff Klimawandel im April 22. April 22 war kurz nach der Veröffentlichung der Synthese des letzten Klimaberichtes. Die jungen Leute haben sich auf die Straße geklebt wieder. Es war kalt Anfang Monat, man musste die Rebberge heizen, damit die Reben nicht Schaden nehmen. Und dann gleich darauf der erste Sommertag über 25 Grad in Chur. 2022 beschäftigte der Klimawandel die Schweizerinnen und Schweizer. Nicht nur der April war damals außergewöhnlich. Das Jahr 2022 ist eines der heißesten überhaupt seit Messbeginn, mit weitreichenden Folgen für Mensch und Natur. Und anlässlich des Earth Days wurde auch ein Google-Doodle veröffentlicht, das eindrücklich die Klimaveränderung anhand schmelzender Gletscher im Zeitraffer aufzeigte. Der Klimawandel ist menschgemacht, er ist real und er ist heute angekommen. Die Auswirkungen des Klimawandels in der Schweiz sind sichtbar. 2 Grad Erwärmung, fast doppelt so viel wie der weltweite Durchschnitt. Wir haben CO2-Werte, die sind nie da gewesen in Millionen von Jahren und mit Anstiegsraten wesentlich schneller als früher. Um den Klimawandel zu begrenzen, gibt es nur eines: Wir müssen dieses Netto-Null 2050-Ziel erreichen. Das heißt, nur noch eine kleine Menge an Treibhausgasen ausstoßen und gleichzeitig das wieder an einem anderen Ort aus der Atmosphäre entfernen. Gesunde Ökosysteme können dabei helfen. Studien wie die des Crowther Labs an der ETH Zürich zeigen, dass artenreiche Wälder einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der globalen Klima- und Biodiversitätsziele leisten können, indem sie bis zu 226 Gigatonnen Kohlenstoff binden. Dies entspricht etwa 30% unserer globalen Kohlenstoffreduktionsziele. Das ist Thomas Elliott, CEO von Restore, ein NGO, das sich für Transparenz in der Restaurierungsbewegung einsetzt. You're listening to the sound of a natural Swiss forest, an ecosystem rich with biodiversity. In Switzerland, we have around 230 different ecosystems, home to a wide variety of living creatures. Diverse and healthy ecosystems are the basis for our lives. They feed us, they clothe us, they provide us with clean air and fresh water. And they also directly benefit millions of people around the world. At a global scale, these ecosystems also provide resilience to fires, to floods, and many increasingly severe and unpredictable weather events around the world. We're losing our ecosystems at an alarming rate, and it's leading to the increase of global temperatures, it's leading to the loss of biodiversity, and it's threatening the lives and livelihoods of many individual local communities all around the world. And at Restore, we want to change that. Restore is an open, geospatial, cutting-edge platform that brings transparency, visibility, and connectivity to any organization working with nature. The platform hosts a vast network of people, projects, organizations, companies, and governments that all want to work together to restore and protect nature. On Restore, you can draw around any location of land and get instant access to insights about the water, biodiversity, carbon, and land use change for any location on the planet. Um solche Sofortanalysen überhaupt machen zu können, braucht es Daten und eine enorme Rechenleistung. Als technische Produktmanagerin ist Olga Danilo für die Produktstrategie und die Entwicklung neuer Funktionen bei Restore verantwortlich. Restore is powered by Google Earth Engine, a geospatial cloud platform that combines planetary-scale data, machine learning and AI tools with computing power of Google infrastructure.
Das öffentliche Datenarchiv von Google Earth Engine umfasst mehr als 40 Jahre an historischen Bildern und wissenschaftlichen Datensätzen, die täglich aktualisiert und erweitert werden. Auch in Zürich arbeiten Googler jeden Tag daran, Earth Engine noch besser zu machen. Collaboration with Google is very valuable for us. Restore was founded by Crotho Lab here at ETH Zürich, and it was developed in collaboration with Google Creative Labs. It began here in Switzerland. Now it has a global impact with over 145,000 projects in over 140 countries. There is over 2,000 organizations on the platform and we are constantly growing. On a personal level, many of us feel like they really want to help, and Restore provides just that. You can look to your local area, find the project there, volunteer or define the project in different countries and donate. Auch bei Google wollen wir unseren Teil zum Klimaschutz beitragen. So haben wir nicht nur die einmalige Gelegenheit, Einzelpersonen, Organisationen und Regierungen mit den Daten und Tools auszustatten, die sie benötigen, um positive Maßnahmen für unseren Planeten voranzutreiben. Wir wissen auch, dass wir die Verantwortung haben, unseren eigenen CO2-Fußabdruck anzugehen. Deshalb haben wir uns das ambitionierte Ziel gesetzt, unsere Operationen bis zum Jahr 2030 weltweit 24 Stunden an jedem Tag mit 100% CO2-freier Energie zu betreiben. Außerdem entwickeln wir Technologien, die es uns, unseren Partnern und den Menschen auf der ganzen Welt ermöglichen, sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen. Künstliche Intelligenz kann dabei eine transformative Wirkung auf den Fortschritt im Klimaschutz haben. Die Funktion kraftstoffeffizienteste Route von Google Maps nutzt beispielsweise künstliche Intelligenz, um umweltfreundlichere Routen vorzuschlagen. Dadurch wurden seit 2021 über 2,4 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Das ist vergleichbar mit dem Effekt, wie wenn man 500.000 verbrennerbetriebene Autos ein Jahr lang von der Straße nehmen würde. Doch die globale Restaurierung sowie auch der Klimawandel können nicht nur einfach technisch gelöst werden. Die Tools können informieren, aber letztlich kann die Herausforderung nur von uns allen gemeinsam bewältigt werden. Das ist Fabian Etter, Co-Präsident von Swiss Clean Tech, einem branchenübergreifenden Wirtschaftsverband, der sich für eine ambitionierte Klimapolitik einsetzt und der seine Mitglieder bei der Erreichung ihrer eigenen Klimaziele unterstützt. Wir sehen es je länger je mehr, der Klimawandel betrifft uns alle. Die Mission von Swiss Clean Tech ist es, die Schweiz als Vorreiternation im Klimaschutz zu positionieren. Wir wollen aufzeigen, dass Netto Null und Wohlstand, Lebensqualität einhergehen, dass es für die Unternehmen auch mit vielen wirtschaftlichen Chancen verbunden ist. Google beispielsweise ist eines unserer Fördermitglieder und Google ist für uns ein Beispiel dafür, dass man mit einem hohen Innovationsanspruch im Klimaschutz wirklich viel bewegen kann. Gleichzeitig dürfen wir auf Google auch immer wieder dabei setzen, Plattformen zu schaffen, unsere Mitglieder einzuladen für Dialoge, für Erfahrungsaustausche, damit man möglichst voneinander lernen kann und das ist für uns sehr wertvoll. Dass sich etwas ändern muss, das sieht auch die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung ein. Am 18. Juni 2023 wurde das Klimaschutzgesetz mit knapp 60% angenommen. Die Schweiz hat das Klimaschutzgesetz angenommen im letzten Jahr. Das heißt, wir haben einen Volkswillen, der jetzt umgesetzt werden muss. Die Politik tut sich noch ein bisschen schwer bei der Umsetzung, bei den Maßnahmen. Aber ich glaube, wir sind langsam am Punkt, wo wir erkennen, dass wir mehr Chancen haben als Risiken. Also es ist günstiger, das Problem zu lösen, als abwarten, bis es schief geht. Die Möglichkeiten der Innovation und insbesondere auch der Beitrag der Privatwirtschaft sind extrem wichtig, um den Menschen zu zeigen, dass diese neue Welt ohne CO2 eine bessere Welt sein kann. Und was bewegte die Schweiz noch in den letzten 20 Jahren? Die Schweizer können natürlich alles Mögliche suchen, aber wir sehen etwas, was zunimmt über die Zeit. Das könnte Zugang zu digitalen Medien sein, es könnte künstliche Intelligenz sein, es könnte aber auch ein anderes soziales Thema sein, das die Leute beschäftigt. Erfahren Sie in der nächsten Episode von Quer durch die Schweiz, was sich hinter dem Suchtrend verbirgt.